Wenn ihr wissen wollt, ob sich die weite Wanderung zum Bärenbachsee lohnt, dann bleibt dran. Mitten im Wald zwischen Urbach und Welzheim liegt der Bärenbachsee. Der kleine, unscheinbare See wurde schon 1761 erbaut. Ursprünglich wurde hier Brennholz durch den Bärenbach und durch die Rems geflößt. Für eine kurze Rast bei einer Wanderung in den Urbacher Wäldern ist der Bärenbachsee eine gute Wahl. Für ein Hauptausflugsziel bietet der Platz allerdings zu wenig. Zum Glück gibt es in der näheren Umgebung des Sees noch zahlreiche weitere Ausflugsziele. Zum Beispiel der Urbacher Walderlebnispfad oder die Welzheimer Mammutbäume. Wenn euch das interessiert, klickt einfach auf das jeweilige Video. Ich verabschiede mich von euch, macht's gut, bis bald und vor allem bleibt gesund, euer Rems-Mur-Kanal.